Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zu den 12 Tagen Ostern. Wir starten in die zweite Woche und heute habe ich eine kleine Verpackung für euch. Ich möchte ja weniger Schoki verschenken in diesem Jahr, weil dann habe ich nämlich die Schoki hier auch nicht rumfliegen und komme nicht in Versuchung. Deswegen verschenken wir jetzt Osterkugeln statt Ostereiern. Ich habe neulich bei meiner kleinen Shoppingtour entdeckt, im Rossmann diese kleinen Badekugeln. Da sind 3 Stück drin. 2 in rosa, 1 in so Flieder. Und dann habe ich gedacht so, Mensch, da kannst du doch bestimmt was zu Ostern draus machen. Was Non-Schokoladiges. Kein Hüftgold, sondern ein bisschen mehr was so für kleine Entspannungsmomente. Und wie ich diese kleine Verpackung gemacht habe, wirklich ganz einfach mit Basics, die wir zum Teil oder zum größten Teil zu Hause haben, das zeige ich euch heute. Ist wirklich einfach. Die Basis ist unsere kleine Mini-Geschenkschachtel, diese Acetatschachteln, die kommen ja immer so ein bisschen in Vergessenheit, aber gerade zu Weihnachten und zu Ostern hole ich sie gerne wieder raus. Die falte ich mir erst einmal, damit vergesse ich das nämlich gleich nicht, beziehungsweise wenn ich Kleber an den Finger habe, dann drückt sich das nicht auf dem Acetat fest, das heißt, alle Falzlinien einmal knicken, das kannst du knicken, so. Den Boden zusammen. Stecksystem. Immer klappt es reibungslos, nur dann, wenn ihr zuguckt, nicht. Damit ist die schon mal vorbereitet. Und ja, erkläre ich euch dann. Dann habe ich ein Stück Farbkarton grüner Apfel. Das wird unsere Blumenwiese. Das war mein Prototyp, da hat das noch nicht so ganz gepasst. Der ist besser, den habe ich eben noch mal fix im Probelauf gebastelt. Der Farbkarton hat ein Maß von 7,5 x 7,5 cm. Und ich falze mir jetzt jede Seite bei 1,3 cm, beziehungsweise einfacher für mich, bei einem halben Inch. Also alle 4 Seiten nicht schneiden, sondern falzen. Also der halbe Inch ist die zweite Linie, die nach unten geht auf dieser Seite. Ich werde ja auch immer mal wieder gefragt, schaut mal hier oben unterm I, da habe ich euch das Inch-Prinzip erklärt. Wenn man das einmal verinnerlicht hat, ist das gar nicht so schwer und wie gesagt, ich bin eine Inch-Tante, ich habe damit angefangen und ich arbeite auch lieber mit Inch. Es ist für mich einfach gefälliger. So. Jetzt haben wir alle 4 Seiten gefalzt. Wir können sie schon mal einschneiden und da gehe ich einfach, wenn man viel sappelt, immer unten rechts einschneiden. Also natürlich zwischendurch auch drehen. Und dann habt ihr wie so eine Mühle das eingeschnitten. Und bevor wir weitermachen, hier fehlt ja noch das Loch drin, in dem das Kühlchen nachher ruht. Ich habe mir hier mal einmal aus flüsterweißen Farbkarton, ihr könnt auch jeden anderen Karton nehmen, mit der 1,5 Inch Kreisstanze, einen Kreis ausgestanzt. Da ist ein bisschen ein kleiner Klecks Nähl dahinter. Und das positioniere ich mir jetzt hier in dem Quadrat in etwa mittig. Das wird nämlich jetzt meine Stanzschablone. Und jetzt gehe ich mit der 1,5 Inch Kreisstanze hier rein und kann mir das ausstanzen. Das passt auch mit dem Rand ganz genau, habe ich euch genau ausgemessen, dass ihr da mit der Stanze auch reinkommt. So, alle Falzlinien falzen und jetzt klebe ich mir hier einfach die Öhrchen an mit einem kleinen Klecks. Das springt euch ja nicht auseinander, weil das ist ja in der Acetatschachtel drin. Da passiert euch ja nichts. Dann können wir das schon mal versenken. Sollte auch haargenau passen. Tut es auch. Ne, dann habt ihr gleich da drin ein bisschen eine Halterung und eine Deko. Und jetzt kümmern wir uns um die Kugel. Und
Bei meinem Prototypen habe ich einfach ein Stück Farbkarton genommen und dagegen gesetzt, 1 Zentimeter breit geschnitten, aber wir können auch mit dem Band arbeiten. Ich nehme mir als allererstes mal hier das Abreißklebeband und die Kugeln haben, das gebe ich nach hinten hier, diesen Druck, die haben hier so eine, wie nennt man das, ein Sims? So ein Sims und darauf klebe ich jetzt einfach das Abreißklebeband einmal ringsrum. Zieh das ab. Nimm das Band in Minzmakrone und leg das, das ist nämlich genauso breit wie das Klebeband, einmal darüber. Dann ist das wunderbar fixiert und rahmt eure Dekoration gleich noch ein bisschen schöner ein. So. Und bei der Dekoration, man muss das Rad nicht neu erfinden. Das war die erste Folge der 12 Tage Ostern. Habe ich mich hier ein bisschen dran orientiert. Das habe ich wieder aufgegriffen. Wie gesagt, es passt zu vielen Dingen und man muss das Rad ja auch nicht neu erfinden. Ich gebe hier einfach nochmal so einen kleinen Streifen Abreißklebeband darüber. Zieh das ab. Federn geht zu Ostern wie zu keinem anderen Anlass. Wo ist denn meine Federbox? Hier. Die flogen hier mittlerweile schon reichlich üppig durch die Gegend. Wir können auch eine, hier ist noch eine rosa Feder, die können wir nehmen. Ich habe auch noch hier so, ich weiß nicht, sind das Perlhühner? Wer es ein bisschen natürlicher mag, findet ihr im Bastelgeschäft oder guckt mal beim Online-Händler, ob ihr da irgendwie was findet. Das gibt es wirklich en masse. So, da kommt einmal hier die Feder drauf. Die können wir nachher so ein bisschen rumlegen. Könnten wir jetzt eigentlich schon, die ist nämlich ein bisschen lang. In der Schachtel haut sie uns ja gleich nicht mehr ab. Das heißt, wir fixieren sie hier nur. Federn kleben sich nämlich echt schlecht. Wo ist denn jetzt hier mein hier? Ich vermute mal, es funktioniert nicht ganz so, wie ich will. Es soll ja auch nicht ewig halten, weil das kriegt ja jetzt gleich nochmal an ein bisschen hier drinne Stabilität. So. Und für die Dekoration jetzt ganz einfach, habe ich ein Stück Heideblüte. Hier habe ich Osterglocke, hier habe ich Kirschblüte. Jetzt nehme ich mir einfach Heideblüte, die Stanze kleine Blume, die gibt es ja noch als Celebration Prämie, je 120 Euro Bestellwert. Aber ganz viele von euch haben sich die auch schon gesichert und dann verarbeiten wir die jetzt einfach mal weiter. Was nehmen wir für einen Klecks da in die Mitte, Ton in Ton, Amethyst. Ja, es passt ganz gut. Das sind die Akzente mit Glitzereffekt. Und dann habe ich hier nochmal Farbkarton Gartengrün und die Stanze Blätterzweig. Das kennt ihr schon aus der ersten Folge. Ein Blatt abschneiden. Dann kann ich das, habe ich hier noch ein Stück von dem Klebedings. Ja. Und die Blüte setze ich mit einem Glue-Dot auf. Und dann habe ich die Dekoration von der kleinen Kugel schon fertig. Die ist jetzt wirklich farbenfroh. Man könnte auch Flieder nehmen als Farbkarton. Ist noch ein bisschen zärter. Jo, zärter. So, und dann nehme ich mir jetzt einfach, um das noch ein bisschen mehr zu fixieren, ein Dimensional. Ich habe jetzt hier einen schwarzen, ihr könnt auch den weißen nehmen. Den klebe ich mir da unten einfach in die Mitte. Jetzt seht ihr es gleich besser. Und die Kugel klebe ich mir so auf, dass die Dekoration hier hinten zu dem Deckel, also auf die vermeintliche Rückseite zeigt. Und die Blüte positioniere ich mir ein bisschen mehr links. Weil ohne Schleifen macht sie es nicht. Wir bringen nämlich hier oben noch ein bisschen Dekoration an. Und was ich als erstes mache, ist, dass ich mir hier an der Ecke eine wirklich ganz kleine Ecke,
ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, eine ganz kleine Ecke rausschneide. Da kann ich nämlich gleich das Band entlang führen, dann haut mir das nicht so ab. Zu. Und jetzt nehme ich mir nochmal das Band in Minzmakrone und schlinge mir das einfach hier entlang. So, dass ich noch eine Schleife binden kann, so lang. Jetzt kann ich die kleine Schachtel zumachen und ziehe mir das Band in diese kleinen Aussparungen, die ich mir gerade geschnitten habe. Dann ist es nämlich wirklich schön fixiert und haut nicht ab. Jetzt kann ich mir hier oben eine Schleife binden. Das funktioniert morgens bei mir auch noch nicht so gut, aber besser als eben. So, ich hatte hier doch noch eine kleine Feder. Die fixiere ich mir einfach mit einem Glue-Dot nochmal da drunter. Dann haben wir ein schönes federiges Etwas. Bei diesen beiden habe ich, das war eine große Feder, die habe ich mir einfach eingeschnitten, die eine Seite da drinnen verwendet und die andere hier draußen dran gehängt. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Text. Das müssen wir nicht machen, das können wir aber machen. Ich habe hier ein Stück Farbkarton Flüsterweiß. Und in dem Stempelset Osterschatz, das werden wir natürlich auch noch verarbeiten, gibt es hier dieses schöne vom Osterhasen. Das stempel ich mir in Memento. Hier fliegen Federn durch die Gegend. Das einfach mal auf. Und mit der Stanze entzückendes Etikett, ich glaube entzückendes Etikett heißt sie, ne? Ich arbeite mit der so selten, stanze ich mir das aus. Und ihr wisst, dass ich persönlich bin nicht so der Fan von diesen spitzen Ecken. Aber es ist halt gut zum kleine Texte stempeln und ausschneiden, ausstanzen. Schneid mir hier einfach diese Spitzen ab. Kommen da Dimensionals dahinter und das setze ich mir einfach hier vorne auf und schon habe ich ein kleines Ostergeschenk, was man mitbringen kann, was man im Osternest verstecken kann, was man morgens auf die Ostertafel stellen kann. Das ist zum Beispiel für einen Teenager vielleicht auch ganz süß, obwohl die stehen ja noch auf Schoki. Und das ist meine Idee für heute, meine kleine Verpackungsidee ohne Kalorien, einfach eine Badekugel. Das war's für heute. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss aus Hamburg. Tschüss!